jetzt erstmal das Camp, das Motorrad ein bisschen verschönern. Aber dafür brauchen wir Kohle. Hey, wir haben ja schon wieder 1100 Kohle. Ich gebe denen meine Tiere ab, ne, die wir hier gesammelt haben. Das war's. Zack, 1300. So. Was gibt's? Ja, wobei, wenn wir gerade hier sind, gebe ich dir noch direkt meine Beute. Jersey. Wieder 42 Stück, alle verkaufen, let's go. Du warst fleißig. Plus 126. Boah, wir brauchen 12.000 für die nächste Stufe. Das ist krass, Mann. Alles klar. 12.000. Okay. Hey. Wir sehen uns. So, nochmal hier. Das ist ja der Waffenhändler, du. Was kannst du mir eigentlich mittlerweile geben? Er hat halt nichts, ne? Wir können unsere Muni auffüllen, das war's. Aber das mache ich jetzt auch nochmal. Gewehrmunition auffüllen. Pistolenmunition auffüllen. Der Rest ist okay. Was haben wir jetzt hier? Warte mal, Verbesserung 2. Haben wir die nicht gekauft? Wir haben noch einen Schalldämpfer, oder? Oder warum steht da jetzt eine 2? Hast du ein Problem? Hm. Haben wir ja dran? Oder ist der kaputt gegangen? Stimmt, guck mal, wir haben schon gar keinen mehr. Die gehen kaputt, die Schalldämpfer. Oha, was? Okay, das ändert natürlich einiges. Dann musst du dir direkt mehrere holen. Ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. So, warte mal, leistungstechnisch haben wir jetzt alles auf Maximum, ne? Ja, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall die nächste Camp-Scheiße. Markieren, Alter. Wir können sogar Aufkleber. Individuelle Akzente. Da haben wir jetzt wieder ein paar freigeschaltet. Die Horde. Wo sind denn die neuen, die wir haben? Dead Stranding BB. Das ist halt eigentlich auch geil, ne? Die BB Edition. Ach, hier, guck mal, Copeland's Camp. Das haben wir gerade freigeschaltet bekommen. Sieht eigentlich auch ziemlich geil aus. Und das haben wir freigeschaltet bekommen. Jagd auf Leon. Das sieht eigentlich cool aus. Ich habe noch einiges zu tun. Ich glaube, wir nehmen das, oder? Das wird es auf jeden Fall nicht endgültig sein, aber ich glaube, das ist eigentlich ziemlich nice. Kostet auch gar kein Geld, sehe ich gerade. Das Lackieren. Mattschwarz. Mattschwarz haben wir, ne? Bereits ausgerüstet. Achso, das ist dieses Dead Stranding. Ich nehme mal Mattschwarz jetzt. Oha! Aber ist denn dann das Logo weg, wenn wir das lackieren? Guck mal, wir könnten hier, das sind ja in etwa meine Kanalfarben. Das hier zum Beispiel. Metallisch. Metallisch haben wir nichts. Glänzend haben wir auch nicht. Matt könnten wir... Aber dann ist das hier weg wahrscheinlich, ne? Die Akzente. Ja komm, scheiß drauf. Die Optik, na cool, das haben wir gerade. Das könnten wir machen. Scheinwerfer 1. Oh ja, ein sehr schöner Stück. Nehmen wir. Aber der sieht scheiße aus irgendwie, ne? Der ist von vorne falsch texturiert. Na toll. Das ist ja belastend. Oh. Das ist ja sexy, aber können wir noch lange nicht. Der gute Auspuff. Hier können wir alles machen, wenn wir Bock haben. Das bringt dann auch nichts, ne? Das ist einfach nur Optik. Der sieht halt cool aus, weil er gewaltig ist, aber der... Der ist halt irgendwie so geflickt. Cool. Brauchst du noch was? Ja, naja. Haben wir hier? Können wir noch nicht machen. Haben wir hier vernünftiges Licht mittlerweile? Nee.
Okay. Ja, ist halt schade, dass wir dieses Camp eigentlich nur leveln. Dass wir dieses Camp nur leveln, damit wir unser Motorrad halt machen können, ne? Schwierig. Mit dem können wir einfach gar nichts machen. Mit dem können wir rein gar nichts machen. Copeland, Metzger, ne. Damon. So, nächste Mission. Die Karte Story. Überleg grad. Ah ja, komm. Mission auswählen. Aber ich glaube, da mache ich wieder Schnellreise erstmal. Hier in das Camp. Geht das überhaupt? Können wir gar keine Schnellreise hinmachen. Oh, doch, könnten wir, ist aber zu weit weg. Scheiße. Das heißt, wir machen erstmal da eine Schnellreise hin. Füllen unsere Karre auf, machen eine Schnellreise ins Camp. Ui! Ui! Immer mit der Ruhe! Dieken Mensch! Da lag, glaube ich, Sprit drin, ne? Hey, hier liegen einfach so Zombies. Ach du Heiliger! Oh Gott! Okay, haben wir. Problem gelöst. Aber sind wir jetzt irgendwie... Ah ne, da kommt die Tankstelle. Hier kommt die Tankstelle. Ich sollte mal auftanken. Nein, oder? Plünderer, super. Habt ihr lange gewartet, hä? Oh, fuck. Glück gehabt. Fett Glück gehabt. Die Plünderer bringen einen nix außer Munitionsverlust, ne? Hey, was sagst du, hä? Du musst hier doch nicht sterben. Wir brauchen uns. Was ist das doch fallen? Da an der Tür war er gerade. Ich habe ihn da im Loch gesehen. Da ist er. Der Dude soll mal rauskommen. Der hat keinen Bock. Der hat keinen Bock. Der hatte keinen Bock, Mann. Oh, ein Attraktor gefunden. Das schmeckt mir natürlich, ne? Bin ich ehrlich. Aber was liegt denn hier überall alles? Ich kann nicht brauchen. Sehr geil. Können wir direkt nochmal Verbände herstellen? Und Mollys herstellen. Da nehme ich wieder ein bisschen Stuff für Mollys. Warum nicht auch mitnehmen? Das ist drin, ne? Scheiße. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ah, gutes Timing.
macht schon. Ja, ja, macht schon, Leute. Komm schon! Ich brauche Schrott.
Teufel ist hier passiert? Ich hoffe, es gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Ich habe Boozer lang nicht gesehen. Ja, er lebt noch. Ich glaube, er erledigt in letzter Zeit mehr für Copeland. Seit... Das reichen wird. Das ist alles, was ich für heute habe. Noch ein infiziertes Gebiet. Nest. Gleich um die Ecke sein. Ich komme später zurück und... Die Arbeit hier. Immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Tja, draußen wird ihr besser dran gewesen. Tja, Nero konnte euch vor gar nichts beschützen.
Oha. Kann das denn immer passieren, Mann? Ich verstehe es nicht. Wie komme ich da dran? Ist das krass? So, lecker Gewehrmunition. Vorne nochmal reingucken. Müssen wir Waffen eigentlich durchladen? Komm, ich mach's mal zur Sicherheit. Weil ich höre jetzt schon, dass der Ausflug zur Gedenkstätte von Zara kritisch wird. Kein Schrott für Papi. Kein Schrott für Mami. Aber dafür die Boxershorts von Papi im Kofferraum eines fremden Autos gefunden. Ha! Oder eine Machete mit maximaler Haltbarkeit. Komm, wir tauschen aus. Okay. Tschüss. Noch ein Polizeiauto. Verdächtig viele Polizeiwagen. Wir kriegen gerade ganz viel Munition. Sehr seltsam, oder? Sehr seltsam finde ich das. Ja! Da hat gerade einer im Lotto gewonnen, Mann. Ich wusste gar nicht, dass die noch spielen. So, wir müssen da vorne irgendwo hin. Ist das hier nicht ein Nero Point? Geh mal kurz hier so reingucken, ne? Ich mal ein bisschen umgucken. Alter, gibt's hier ein Indianervolk? Da fällt mir ein, ich kann mich heilen. Mal wieder hier einen schönen Verband herstellen. Zwei sogar. Ich will wieder ein paar Lappen einsammeln. Das gefällt euch doch so sehr. Oh, hier ist der Max in der Kiste. Den Max, den lassen wir da mal liegen. So, warte mal. Wo habe ich jetzt gerade... Ich habe gerade nämlich die Lappen gesehen. Da ist mir das aufgefallen. Dass wir mal wieder craften können. Hier haben wir ein bisschen Stuff. Voll das Tippi-Volk da irgendwo im Hintergrund. Wir leben noch in ganz kleinen Indianerzelten und schreien den ganzen Tag. Ja, 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 ja. So, hier haben wir noch ein bisschen Scheißhäuser. Ja! Sag mal, wie oft wird denn hier Lotto gespielt? Ich gehe auf Nummer sicher, ne? Ich mach den weg. Sie sieht uns dabei. Seine Olle, weißt du, hat ihr Mann immer im Griff, immer unter Beobachtung und sie sieht ihn natürlich. Voll die Assi-Pratze. Benimm dich doch mal! Kauf dir mal ein ordentliches Hemd! Das habe ich bei Aldi letztens gesehen.